Und jetzt, meine Damen und Herren, zünden wir mal den größten und dicksten Knaller, den wir jemals gezündet haben in der Geschichte von Jutke Dizzy. Schönen guten Tag YouTube zu einer neuen Folge Jutke Dizzy. Wir nehmen heute in einem wunderbaren Tonus auf und jetzt gibt es ein richtiges Feuerwerk an wunderschöne Fälle, die auf euch warten. Wir gehen jetzt erstmal auf Spa gucken. Da waren wir jetzt schon die letzten Tage mal. Und eventuell wird dem einen oder anderen aufmerksamen Zuseher schon auffallen, dass wir eventuell eine Person jetzt treffen, die wir in den letzten Folgen schon mal getroffen haben. Also schauen wir doch mal rein, was hier vor Ort in Spa bei schönstem Wetter vorgefallen ist. Los geht's. Man könnte eigentlich meinen, hier wird was anderes reported und das sieht auch sehr ähnlich aus zu einer Geschichte, die wir vor kurzem gesehen haben, aber es geht eher um diesen netten Menschen hier. Einfach rausgeschoben. Da wurde aber auch wirklich alles gegeben, ne? Da wurde wirklich alles gegeben, was das Auto so parat hatte. Man könnte meinen, das war ein unsafer Rejoin. Ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, als Fahrer hier einen Rejoin zu machen. Anstatt hier einen Rejoin zu machen, an dieser Stelle, was viel angenehmer wäre in dem Moment. Ich würde fast behaupten, das liegt noch so ein bisschen an Unvermögen. Und mit Unvermögen meine ich wenig Rennerfahrung. Und dann in dem Moment einfach Gehirn aus und irgendwie keine gute bzw. richtige Entscheidung getroffen zu haben, was definitiv passieren kann und das auch ehrlich gesagt nicht schlimm ist. Also ist es halt wirklich nicht, weil wir, denke ich, schon mal alle sowas getan haben. Aber es ist am Ende Causing Collision und das in Runde 1. Also weil danach wäre er quasi rüber gewesen und dann wäre es nicht so teuer gewesen. Aber hier werden die Payback-Punkte aufgeladen und da gibt es erstmal eine schöne Mischung an Text in den Acken mit Unsafe Rejoin und Causing a Collision. Und dann schießen wir den Flummi ab. Was haben wir denn jetzt noch für einen wunderschönen Fall? Lassen Sie uns mal schauen, was hier... Das große Feuerwerk heben wir mal noch auf. Wir sind in Fuck Yeah, America. Gehen wir rein in diesen wunderschönen Fall. Brands Hatch liegt übrigens nicht in Amerika. Wer auch immer das gerade aus der Jury reingerufen hat, das ist ja schon fast ein... Das ist schon frech. Gut, was haben wir denn hier? Kein Ton haben wir. Oh, okay. Da gab es schon ein kleines Handgemenge. Es wurde schon mal an den Pöppis gefasst. Aber man könnte jetzt meinen, wir sind bei den Rotplaketten unterwegs, aber sind wir nicht. Ich sehe sehr häufig in den Fällen, die wir jetzt behandelt haben, die letzten ein, zwei Tage, dass das hier irgendwie Bremsen optional geworden ist nach einem Crash, oder? Also ich meine, hier wird gebremst. Jetzt auch wieder doch nicht mehr. Also es wird am Anfang gebremst, dann wird doch nicht mehr gebremst und wild. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt beispielsweise der Mercedes wäre und ich würde hinterherfahren, ja, dann sehe ich ja schon, dass der Damage hat. Also hier, ne? Das kann man ja erahnen als Hinterherfahrender. Und da würde ich definitiv nicht so hart auf das Gaspedal gehen, weil ich werde den ja so oder so hier überholen.
Und der Splitter, der scheint ja unten auch. Also, das ist hier aber nochmal 1, 2. Also, den habe ich auch nicht verstanden. Geben Sie Acht aufeinander, ne? Gerade wenn sowas ist wie kaputte Autos, die kann man ja erkennen. Die sind meistens nicht mehr so schnell, die kann man sich später nochmal schnappen. Da muss man nicht auf einen Millimeter ranfahren, wenn man das nicht einschätzen kann, weil das war jetzt hier wirklich schon sehr unnötig. Und gelbe Flaggen, meine Damen und Herren, wo ich es auch gerade aus der Jury höre, wie es reingerufen wird, gelbe Flaggen sind optional. Vergessen Sie das nie. Wenn eine gelbe Flagge draußen ist, liften ist Quatsch, bremsen ist Blödsinn, einfach volles Cartoon durchziehen. Das ist übrigens Sarkasmus. Ja? Geben Sie bitte Acht, wenn was auf der Strecke los ist. Wild, da klingelt es im Karton. Also wir haben jetzt nochmal einmal das wunderschöne Südafrika für Sie da draußen. Und ich sehe die Jury schon reinrufen, Kurve 1. Und ich muss Sie leider enttäuschen, es ist nicht Kurve 1. Ist es nicht. Aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Fall. Ich lasse das mal kurz laufen. Es ist übrigens auch nicht Runde 1. Ich möchte hier extra nochmal anmerken, wir sind hier bei den Rotplaketten unterwegs, ja, also Rookies. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, sieht man hier, und das gibt es ja sehr häufig auch in ein paar Videos, wo ich das erkläre, ist hier fehlende, würde ich mal behaupten, Rennintelligenz vorhanden. Weil wir können jetzt sehr lange darüber diskutieren, dass der das eventuell nicht gesehen hat. So, wenn du jetzt hier bist, ja, du stehst ja schon auf der Bremse. Du stehst ja immer noch auf der Bremse. Und dann löst du trotzdem die Bremse, obwohl es vor dir geknallt hat. Und ich würde jetzt hier nicht sagen, da wurde einfach alles gegeben, was gegeben werden muss, um... Ich will da jetzt unbedingt vorbei, sondern es ist einfach hier an der Stelle wieder zu sehen, dass die Rennerfahrung fehlt, um die Geschwindigkeit einzuschätzen, die man hat, währenddessen man darauf zufährt. Das heißt also, hier an der Stelle hätte man mehr bremsen können. Also man sieht ja auch, es wurde danach nochmal gebremst, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Hier vorne ist ja, fährt ja alles links, rechts, oben, unten, überall hin. Und man hätte einfach auf der Bremse bleiben können und dann wäre man da easy vorbeigekommen und hätte drei Plätze gekriegt an der Stelle. Also hier für euch als Hinweis, versucht ein bisschen weiter vorauszudenken, wie im normalen Straßenverkehr, wenn ihr als Verkehrsteilnehmer im realen Leben Autofahrt müsst ihr ja auch 5 Autos vorausdenken, damit euch sowas nicht passiert. Und das könnt ihr im Simracing auch anwenden hier. Und dann kommt ihr meistens sehr gut dabei weg und habt die Möglichkeit, wie gesagt, wie jetzt hier in dem Fall vielleicht 3 oder 4 Positionen euch zu snacken. Das ist Causing a Collision und auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, dass man sich mal verschätzen kann. Und am Ende, meine Damen und Herren, ihr wisst ja, wie es ist. Es ist nicht nur Causing a Collision, es ist am Ende auch noch die optionalen Dinger. Die Flaggen. Also ich meine, eine gelbe Flagge kriegst du ja an der Stelle auch noch. Ist bei den Crashes kannst du eigentlich immer gleich noch mit oben drauf packen. Ignoring Yellow Flags. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, würde ich sagen, zünden wir mal den größten und dicksten Knaller, den wir jemals gezündet haben in der Geschichte von Jutke Dizzy. Wir befinden uns im wunderschönen Monza, aber nicht in Turn 1 und es ist ziemlich, ziemlich dunkel. Kein Regen, aber dunkel. Manchmal kann man sich verschätzen. Und manchmal ist man vielleicht einfach nur ein bisschen sehr arg sauer. Ich lasse das mal kurz laufen.
Also ich würde behaupten, man kann das jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Das war sehr, 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 sehr arg intentional. Man kann das, glaube ich, wirklich so drehen und wenden, wie man will. Es ist und bleibt intentional, weil der, also mit voller Absicht, um das jetzt mal zu sagen, weil, wie man sehen kann, der McLaren kommt durch, easy, da wird nichts gemacht. Und hier wird einfach komplett rübergezogen und den entsorgt. Da muss es eine Vorgeschichte geben, gehe ich ganz stark davon aus. Also zwischen den beiden hier. Und der wurde einfach weggemacht. So, weil wenn wir jetzt nämlich mal hier gucken, der, das könnt ihr jetzt nicht sehen, der Bentley hat keine DT. Der kriegt jetzt erst gleich eine DT. Also jetzt hat er eine DT gekriegt. Und danach macht er das. Also das erklärt sich einfach überhaupt gar nicht, was da passiert ist. Warum das passiert, I don't know, aber es ist auf jeden Fall rechts rum, rein ins Auto. Und sowas wird einfach überhaupt gar nicht geduldet bei LFM. Das ist wirklich vom, ja, vom menschlichen her schon eine unangenehme Sache. Und ich sag mal so, mit Intentional Causing a Collision kenne ich mich persönlich ja sehr, sehr gut aus. Ist nicht so, als hätte ich eventuell auch schon mal Urlaub gekriegt, aber hier wird Urlaub ausgesprochen. Und der Urlaub geht 28 Tage. Das sind 28 Tage Urlaub für den Quatsch. Jetzt könnte man sagen, Permaban, ja, ist aber an der Stelle noch nicht auffällig gewesen. Und ich sag mal so, eine 28 Tage Pause animiert schon mal ein bisschen zum Nachdenken bei den meisten Menschen. Und mit dieser Rakete, die ich jetzt in die Akten reinlege, wünsche ich Ihnen allen da draußen einen unglaublich schönen Tag und vielen Dank, dass Sie sich das angesehen haben bei YouTube. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Lassen Sie sich gut gehen. Vergessen Sie nicht zu abonnieren. Kommen Sie auch vielleicht in den Livestream rein. Dort können Sie auch einfach followen. Und dann würde ich sagen, ciao, Kakao, tschüssikowski, bis zum Dancen. Auf Wiedersehen.